im Restplatz. Nicht ganz so dramatisch, aber auf jeden Fall emotional aufwühlend holen Hunderte von Töffli-Fans ihr Ein und Alles wieder aus dem Keller, um am Red Bull Alpenbrevet starten zu können. Töffli ist wirklich einfach... Mit 14 hat man es entdeckt und seither lebt man es einfach. Man hat nochmals das Töffli auf die Seite gestellt und irgendwann mit 25 hat man gefunden, so, also mir ist es so gegangen, mit 25 sagst du, ich nehme den Töffli wieder vor, weil... Das ist geil, das Teil. Die Rundfahrt geht über 132 Kilometer und es gilt die Pässe Grimsel, Furka und Susten zu bezwingen. Nicht der schnellste, sondern der konstanteste gewinnt. Die Sollzeit von 4 Stunden 34 Minuten erreicht man rechnerisch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 Stundenkilometer. Die Töffli-Helden können den Start kaum erwarten und geben schon beim Einschreiben Gas. Ich bin Heini Hemmi, ich bin 1976 Olympiasieger geworden in Salzburg im Riesenslalom. Ich dachte, mein Leben sei erfüllt, bis ich von dieser Töffli-Rundfahrt gehört habe. Mein größtes Ziel ist, die Töffli-Rundfahrt zu gewinnen. Und ich würde diesen Sieg sogar über den Olympiasieg stellen. Neben der gefahrenen Zeit ist das Styling von Fahrer und den 49 Kubikzentimeter Boliden genauso wichtig. Denn wer geil aussieht, kriegt von der kritischen Jury Bonusminuten geschenkt. Und Style kennt natürlich verschiedene Facetten. Ich glaube, ich habe die Jury überzeugt mit meinem Töffli, mit meinen Schuhen, mit meinen Nägeln und mit dem Taschen. Eine weitere Spezies sind die Routiniers, die sich mit technischen Features einen Vorteil verschaffen wollen. Cool auszusehen, muss man heute tief hocken, aber das eignet sich überhaupt nicht zum Trampen dazu. Für das habe ich einen Sattellift eingebaut, wo ich nachher auf die richtige Sitzhöhe für das Trampen einstellen kann. Der Inbegriff von Töffli-Style ist, also es muss gut laufen. Wir wollen nicht einmal die Pedale anlegen. Wir haben einfach das letzte Mal auf dem Alpenbrevet so den Arsch weh gehabt. Dann haben wir gefunden, wir müssen etwas Bequemeres bauen. Und dann gibt es natürlich noch die Natural-Born-Töffli-Fahrer. Ich laufe immer mit Leder rum, daheim auch privat. Und mache Musik eben auch. Das ist halt der Rocker, wo man hängen geblieben ist. Ein so stilsicherer Altrocker hat natürlich auch das passende Gefährt und die Gang dazu. Die Alpa-Choppers aus Olten. Ja, also dann hat ja damals, als wir die Töffli-Briefe gemacht haben, hat jeder sich einen gekauft. Und dann hat der Kollege
dass der Trooper gekauft hat. Und wir haben ihn ganz am Anfang ausgelacht, weil das nicht Mode war, nicht cool war. Und Zeit zu Zeit hat uns das angefallen, aber wir haben wirklich keine gefunden. Und in der Zwischenzeit haben wir sowieso vergessen, wie die Zeit läuft. Der in der Schweiz gebaute Alpa-Chopper war schon dazu mal eine Rarität. Er war explizit für wilde Töffli-Buben designt. Weil er aber einen unbekannten italienischen Motor hatte, entwickelte er sich zum Ladenhüter. Damals galten ja italienische Autos so in etwa als das Sinnbild für Unzuverlässigkeit. Doch der wahre Kenner wird hellhörig, wenn er auf einen der 450 produzierten Alpa-Chopper stößt. Und letztes Jahr, als ich im Internet herumgeschaut habe, haben die zwei gesehen. Also die ist schon anders ausgesehen. Und dann habe ich an dem gedacht, ja, das auch einfach zu gehen, wir hätten es nicht gehabt. Und dann habe ich gedacht, soll ich oder soll ich nicht. Und natürlich hat er. Ganz am Anfang war natürlich alles Ruine. Dann musste ich alles komplett auseinandernehmen. Und den ganzen Winter habe ich Teile gesucht, Kontakt gesucht, Informationen geholt. Und jetzt stehen sie hier für die Alpengrüne-Trüste. Und die drei bringen sich schon mal in die richtige Stimmung und lassen ihre Jugend wieder aufleben. Ich kann das so beschreiben, ich fahre es auch Grosstöff. Aber wenn ich fahre es der Kreistöff, Töffli, dort innen ist eine Erinnerung von Jugendheit, Vergangenheit, schöne Zeit vom Frühjahr und ja, Freiheit natürlich auch. Töffli nur zur Nostalgie? Nein, auch als Fortbewegungsmittel kann man auf einem Töffli hängen bleiben. Ich fahre immer noch das Töffli. Es ist irgendwie, es ist gemütlich zum Fahren, man hat keinen Stress, oder? Man kommt immer gut durch die Stadt durch. Das ist einfach wirklich voll, oder? Am Start zeigt sich, dass Style und technische Raffinesse nicht mehr so gefragt sind und vor allem Durchhaltewille und wasserdichte Kleider nötig sind. Ein echter Töffli-Fahrer ist nicht nur ein Schönwetterfahrer, sondern er fährt immer. Legt so einen Mantel an und dann ist man geschützt. Es ist super schönes Wetter. Es wird anders geil. Es wird anders geil. Es ist ein bisschen nass. Aber wir haben zwar gestern jetzt noch unsere Strategie ändern, weil wir haben ja wollen voll auf Angriff gehen, oder? Das ist ganz klar. Ja. Aber jetzt haben wir gesagt, safety first. Ja. Safety first. So leicht lassen sich Töffli-Fans nicht unterkriegen. Die meisten freuen mich darauf, dass man über drei Pässe fährt und so. Und einfach, mir geht es nicht um zu gewinnen, einfach um Spass, mitfahren, das Feeling, so viel mitfahren. Endlich sind die 750 Helden unterwegs. Fahrtwind im Gesicht, Regen auf dem Visier. Auf diesen Moment haben alle sehnsüchtig gewartet. Manche mehr als die anderen,